Morgen Leute, heute geht es über die Petschakam-Road nach Bo Nok. Ich hoffe, ich sprach das richtig aus. Dort möchten wir einen neuen Bekannten von uns, den Christian und seine Frau besuchen. Die beiden betreiben dort eine Farm. Wir waren schon einmal da und ich versprach ihm noch einmal wiederzukommen und das Gelände aufzunehmen. Es wirkt sehr schön da. Ja, die Fahrt dorthin wird meine Assistentin aufnehmen. Manchmal ist sie ja doch dann recht hilfreich. Oh, fast vergessen. So sieht das Boot mittlerweile aus. Es bekam Farbe verpasst. Das Holz wurde nochmal irgendwie imprägniert. Und irgendwie sieht das seltsam aus, weil hier alles geschlossen ist. Und dieser Aufbau, ich weiß auch nicht, wozu das gut ist. Das Video über die eigentliche Farm seht ihr dann beim nächsten Mal. 6.30 Uhr am frühen Morgen und Koi verdrückte schon eine Portion Thai Food. Koi heute in voller Motorradkluft. Ich kann meine Jacke nicht tragen, einfach zu heiß. Ja, wir haben schon einige Kilometer auf der Petschakam Road hinter uns. Und ja, ich persönlich fahre nicht gerne auf diesen Hauptstraßen. Viel Verkehr, man muss die Augen immer aufhalten, voll konzentriert sein. Und Koi hat Angst, hier auf der Hauptstraße zu filmen. Kann ich verstehen, werde langsam fahren und mal sehen, was dabei rumkommt. Abwarten. Ab hier übernimmt Koi dann die Kamera mal wieder.
Leute, jetzt habt ihr mal gesehen, warum ich nicht gerne über diese Hauptstraßen fahren, überholt wird, wie gerade gewollt wird, links, rechts, zwischendurch und naja, da kommt auf dem Motorrad nicht gerade Freude auf. Also Gas geben und durch. So, erstmal was essen gehen. Kai hat schon wieder Hunger und ich habe noch überhaupt nicht gefrühstückt. Mal sehen, was es denn hier so gibt. Gerade mal kurz vor 8 und noch hält der Verkehr sich in Grenzen und es ist angenehm kühl. So, mal sehen. Kleines Restaurant. Willkommen. Toll besorgt Trinkwasser. Und sieht recht nett und sauber aus hier. Genau, Raikoi. Töpfe gucken, sehr gut. Okay, kommen gerade vor die. Vor die. Kopf und mal Krab. Ja, unser Essen. Keine üppige Portion. Ich kleiner, ich habe mal wieder keinen Hunger. Und es gibt noch ein wenig Gemüse dazu. Ich muss sagen, das Essen schmeckt sehr gut. Ja, das Essen war, wie gesagt, sehr gut. Kostete 95 Baht. Allerdings waren da noch 20 Baht für Nam Pik drin, das wir mit nach Hause nehmen. Nam Pik in der Dose. Und da kommt Koi wieder. Es sind nur noch wenige Kilometer bis zur Farm von Christian und dessen Frau. Und Koi weigert sich standhaft weiter zu filmen. Naja, ich kann es verstehen, bei dem hektischen Verkehr hier. Na gut, Leute, die Farm zeige ich euch im nächsten Video. Wirklich sehenswert. Und wir machen uns jetzt auf die Socken. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.